Welches Geheimnis steckt hinter den Gemälden großer Meister? Um das herauszufinden, erschaffen wir die Klassiker neu und ein Expertenteam erkundet die kleinen Geschichten hinter bedeutenden Meisterwerken. Was Andy Warhol in den 60er Jahren in New York war, war Kees van Dongen in den 20ern in Paris. Ein Künstler, der als schillernder Bohemian auffiel. Mit seinen Porträts von französischen Stars wie Brigitte Bardot wird er berühmt. Frauen sind für ihn die ideale Landschaft, die er malen will. Er wird in einem Atemzug genannt mit Matisse und Picasso, Kees van Dongen. Wir rekonstruieren sein Bild Finger an der Wange von 1910. Er hat sie vom ersten Moment an vermisst. Er hat die alten Meister studiert. Er hielt sich für den Besten. Was für ein Dramatiker, was für ein Schauspieler. Man hat ein Foto gefunden. Dieses Foto hätte ich lieber nicht gesehen. Ich finde es ziemlich schlimm. Das ist unheimlich. Man erfährt etwas Neues und der ganze Blick verändert sich. Er hat lange Zeit in Frankreich gearbeitet und in Paris gelebt. Aber er verstand sich als Kosmopolit. Für uns bleibt er ein Rotterdamer Künstler. Dieses Bild ist der Publikumsliebling. Es ist farbenfroh und ausdrucksstark und beeindruckt durch die freie Pinselführung. Mir gefällt, wie es zu den Rändern hin undeutlich wird. Das wirkt beinahe wie eine Aura, die sie umgibt. Stimmt. Ganz locker und wunderbar opulent. Richtige Linien gibt es im Prinzip nicht. Das sieht man auch bei Rembrandt. Ich glaube, er hat die alten Meister studiert. Ich habe das Bild bisher nur auf Fotos gesehen, aber im Original erkennt man, dass es in mehreren Stadien aufgebaut wurde. Unter dem Gelb sieht man etwas hellblau und über dem Schwarz ist roter Lack. Das ist ein sehr schönes Bild in Bezug auf die Farbe, die viel Tiefe hat. Das Rot und das Blau hier finde ich wunderbar. Das ist so subtil gemacht, denn der Glanz in ihren Augen ist die Leinwand. Er hat das nicht später gemacht, sondern drumherum gemalt, damit diese Stellen weiß bleiben. Normalerweise macht man das zum Schluss. Vermeer oder Rembrandt haben den Glanz in den Augen als letztes gemalt und dann war das Bild fertig. Bei diesem Porträt war er aber schon von Anfang an da. Es mag einfach erscheinen, moderne Bilder nachzuahmen, die nicht so realistisch sind wie die alten Meister. Aber die freie Gestaltungsweise und die Intensität dieses Gemäldes machen die Nachahmung sehr schwer. Es ist spannend nachzuvollziehen, wie Van Dongen so erfolgreich und ein so großartiger Künstler geworden ist. All das ist in dieses Gemälde eingeflossen. Ich fürchte mich vor dem Tempo, in dem das Bild gemalt ist, der abwechselnd dicke und dünne Farbauftrag. Aber es kommt von Anfang an auf das Gesicht an. Sie muss zuerst den Kopf malen und fertigstellen. Danach darf mit dem Rest nichts mehr schiefgehen, sonst muss sie wieder von vorn anfangen. Charlotte macht sich an die Arbeit. Das größte Problem ist die Anwendung der gelben Farbe. Der Hintergrund besteht aus verschiedenen gelben Schichten. Doch welche Gelbtöne genau benutzt wurden, ist unklar. Indisch-Gelb. Das ist Cadmium-Gelb. Sie ruft Professor Dick an. Hallo Charlotte. Hey Joris. Hallo Joris, ich habe Fragen zum Gelb. Ja. Wir wissen nicht, welche Töne das sind. Kennst du noch andere Werke aus der Zeit? Oder weißt du, ob die Farben oder seine Palette mal untersucht wurden? Nein, ich habe recherchiert, aber keine Informationen dazu in der Literatur gefunden. Mal sehen, ob ich noch was finden kann. Dann sage ich dir Bescheid. Ja, das wäre super. Ich versuche jetzt, das Gelb so gut wie möglich zu beschreiben. Ich benutze Begriffe wie hell, dunkel, transparent, deckend und beziehe mich dabei auf Pigmente, die ich kenne. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass mir die Worte fehlen, um genau zu beschreiben, was ich sehe. Van
Van Dongen erlebt in den 1920er Jahren eine fantastische Zeit in Paris. Der Erste Weltkrieg ist zu Ende, die Friedensverträge sind unterzeichnet, die Pariser wollen das Leben wieder genießen. Überall öffnen Modehäuser und Kunsthändler. Die Menschen nehmen ihr Leben begeistert wieder auf. In dieser Zeit lernt Van Dongen seine größte Muse kennen, Jasmi. In einem Archiv darf ich Einblick nehmen in Briefe, die er ihr geschrieben hat. Jasmi war auch ein Star. Sie waren beide Stars. Jasmi hat zunächst als Designerin für Innenraumgestaltung und Stoffe gearbeitet. Sie war eine schöne Frau und hat für Modehäuser posiert. Wenn sie voneinander getrennt sind, schreiben sie sich leidenschaftliche Briefe. Zum Beispiel, als sie an der sonnigen Côte d'Azur weilt und er im verregneten Paris allein ist. Er hat sie vom ersten Moment an vermisst. Ja. Wie schön. In diesem Selbstporträt sitzt er auf einem Dach. Es heißt Le Veuf sur le Toit, der Witwer auf dem Dach. Chanson triste, trauriges Lied. Er hat sie vermisst. Ja. Das war Anfang März. Sie ist wohl am Wochenende gefahren, also am 1. oder 2. März. Ich habe nachgekeken, 1 of 2 Maart vertrokken. Innerhalb von 2-3 Tagen hat er ihr schon 4 oder 5 Briefe geschickt. Er warf ihr vor, dass er keinen Brief von ihr bekommen hat und sagte, ich habe eine Karte erhalten, aber das ist kein Brief, ich schreibe dir Briefe. Dann heißt es, ich habe Tee getrunken und bin zum Abendessen mit Tanz. Am Nachmittag habe ich Gäste empfangen. Er beschreibt, was er gemacht hat. Ja, und zwar viel. Er führt ein geselliges Leben und tut so, als würde er Mutterseelen allein auf dem Dach auf sie warten. Völlig verloren. Was für ein Dramatiker. Was für ein Schauspieler. Genau, er hat diese Rolle gespielt. Ich muss Van Dongen noch besser kennenlernen. Normalerweise geht es am besten beim Malen. Aber dass ich ihn jetzt so sehen kann, ist auch wichtig. Das liegt am Bild. Es ist ein sehr fröhliches Bild mit Gelb und Rot und wirkt sehr sonnig. Er hat es irgendwo im Süden gemalt. Man sieht eine unbeschwerte Person, die wohl auch im Leben fröhlich war. So stelle ich mir jetzt Van Dongen vor und nicht einen depressiven Mann, der vor sich hinstarrt. Was für eine Person spricht aus den Briefen? Eine Person, die sehr in Jasmi verliebt war. Eine leidenschaftliche Person, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Er sagt, du musst bei mir sein, ich brauche dich. Aber er spielte auch hier die Rolle des Künstlers und gab sich nicht zu erkennen. Biografen und Schriftsteller seiner Zeit haben geklagt, Van Dongen mache wunderbare Kunst, aber sobald man ihn etwas über sein Leben frage, wo er geboren sei, welche Künstler er getroffen habe, bekomme man keine Antwort. Zur künstlerischen Seite seines Lebens will er sich nicht äußern. Er gibt nichts preis und ist vor allem mit sich selbst beschäftigt. Er ist ein Künstler. Entweder ist er ein Egoist oder... Er lebt für seine Kunst. Er lebt für seine Kunst. Das passt gut. Das ist ein schönes Bild und das ist eine schöne Frau. Der Mensch sieht sich gerne schöne Dinge an. Diese Frau wirkt ein bisschen freigeistig. Sie trägt einen tiefen Ausschnitt, Ohrringe, hat schöne große Augen. Und einen verträumten Blick. Der Blick ist eine große Herausforderung, denn er hat ihn frühzeitig angelegt. Es wird ziemlich schwierig, diesen Blick zu treffen. Bei mir werden die Menschen immer zu lieb.
Ich habe Charlotte in mein Atelier eingeladen, damit wir das Typische von Van Dongen gemeinsam studieren können. Die großen Augen. Mooi, hè? Schön, hm? Weißt du, was das Besondere ist? Was? Das hat er später gemalt. Siehst du das? Ja, das Auge hat er später gemalt. Da hat er noch ein bisschen Blau am Pinsel. Siehst du das? Das finde ich sehr schön. Sieh mal, hier spart er die Farbe aus und hier trägt er sie auf. Das macht er die ganze Zeit. Er spielt mit dicker, dünner, nasser Farbe und Leinwand stehen lassen. Wenn man sich das Bild genau ansieht, stellt man plötzlich fest, dass es viel komplexer ist, als man dachte. Du bist echt langsam. Man denkt, oh, eine Frau. Man muss noch mehr sehen. Eine Frau mit einem Finger an der Wange. Nein, da gibt's noch mehr. Die ganze Welt kann man darin sehen. Toll, nicht? Das ist die Kreide. Sehr schön. Das Geräusch. Wunderbar. Hier, sieh mal, diese Streifen nass in nass gemalt. So hat er das gemacht. Ja, das hast du perfekt getroffen. An den Stellen, wo sich die Farbe vermischt, wird es schwierig. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Er schmiert mit Rosa. Du solltest mir eigentlich Mut machen und mich nicht noch mehr entmutigen. Bei Van Dongen sieht man, dass er sich intensiv mit den alten Meistern beschäftigt hat. Er hat sich bei Rubens und Rembrandt was abgeschaut. Er nimmt Grün für die Gesichtsfarbe und die Hände. Damit deutet er die Adern unter der rosafarbenen Haut an. Bei Rubens und Rembrandt hat das einen funktionalen Zweck. Bei Van Dongen ist es ein Effekt. Ein anderes Bild mit so einer Fingergeste hängt im Museum Boijmans in Rotterdam. Das Porträt von Titus am Schreibtisch. Die sieht auch so. Normalerweise untersuchen wir Gemälde mit moderner Technik, aber manchmal führt das auch nicht wirklich weiter. Vielleicht kommt man dem Bild näher, wenn man darüber nachdenkt. Und versucht, das nachzuvollziehen. Echt schwierig. Man muss genau hinsehen, sehr genau. Hallo Charlotte. Hey Joris. Joris hat keine Untersuchungen zu Bildern von Van Dongen gefunden, die Aufschluss über die gelbe Farbe im Hintergrund geben könnten. Aber das Gelb erinnert ihn an ein anderes berühmtes Gemälde. Das Gelb erinnert mich an Van Goghs Problem mit den Sonnenblumen. Da sind auch einige Stellen verfärbt. Er hat ja schwefelhaltige Farben benutzt. Und die haben mit Sauerstoff reagiert. Ja, die sind später dunkler geworden, während andere so geblieben sind, wie sie waren. So entstehen dunkle Gelbtöne und gleichzeitig auch sehr helle, die man vor allem hier im Hintergrund sieht. Die erste Farbschicht legt Charlotte mit Chromgelb an. Um denselben Hintergrund zu erhalten wie im Original, malt sie dann mit dem wärmeren Indischgelb darüber. Ich hole Charlotte im Atelier ab. Wir besuchen einen Freund von Van Dongen. Verrückt, sich vorzustellen, dass er in seinem Atelier gewesen ist. Dass er ihn gekannt hat. Was war das für ein Mensch? Van Dongen ist 1877 geboren worden. Hier hängen ein paar schöne Bilder. Das muss ein Van Dongen sein. Ja, das ist einer. Hier ist alles von Van Dongen. Wow, das sieht man auf den ersten Blick. Das ist eine Lithografie. Rudolf Engers schreibt als Schüler eine Rezension über eine Ausstellung von Van Dongen für die Schülerzeitung. Der Künstler wird auf ihn aufmerksam und lädt ihn in sein Pariser Atelier ein. Wie war das in seinem Atelier in Paris? Überwältigend. Man musste eine große Treppe raufgehen. An den Wänden hingen auf beiden Seiten überall Werke von ihm. Hing het vol met werk van hem.
Dann kam man ins Atelier und das war auch total voll. Van Dongen ist berühmt für seine Partys im Atelier. Alle Pariser Persönlichkeiten kommen, Schauspieler, Schauspielerinnen, Sängerinnen und Models. Er hat kaum getrunken und sein Glas in den Blumentopf gekippt. Dieses Detail sagt viel über ihn aus. Denn es bedeutet, dass er sehr diszipliniert war. Er wusste, was er tut. Hat sich nie gehen lassen. Nein, das hat ihm auch genützt, oder? Genau. Er hat da Kunden getroffen. Wissen Sie, wie lange er an so einem Porträt gearbeitet hat, wenn die Person vor ihm saß? Das war ganz unterschiedlich. Er konnte in einer halben Stunde fertig sein und hat 100.000 Franc dafür verlangt. Damals. Für eine halbe Stunde, da musste er etwas rechnen. Ja, und die Leute haben das bezahlt. Ein Vermögen. Einmal hat er ein Modell gemalt. Er war schon längst fertig mit dem Bild und hat dann hinter der Leinwand an etwas anderem gearbeitet. Aber das Modell durfte das nicht sehen. Er ließ sie mehrmals kommen, sonst hätte er den Preis nicht rechtfertigen können. Er ist so schwer zu fassen, das merken wir immer wieder. Er hielt sich für den Besten. Manchmal hat er nicht mit seinem Namen signiert, sondern mit Le Peintre, der Maler. Es gab nur einen Maler. Verrückt. Würden Sie sagen, dass er eingebildet war? Er muss aber auch lustig gewesen sein und hatte wohl viel Humor. Ja, er hatte zwei Gesichter. Sehen Sie ihn eher als Scharlatan oder als einen großen Künstler, der wusste, was er will? Ich sehe ihn als großen Künstler, als Genie. Wie ich schon gesagt habe, er war in der Lage, ein fertiges Bild genauso noch einmal zu malen. Und man sah keinerlei Unterschied zwischen den beiden. Das würde uns jetzt auch helfen. Ihre Geschichten sind wunderbar. Sie machen Van Dongen wieder lebendig. Für mich ist er sowohl ein Charmeur als auch ein berechnender Geschäftsmann. Irgendwo dazwischen muss sein Charakter liegen. Das denke ich auch. Das kann man so sagen. Ja. Und ein großer Künstler, außer Frage. Das bleibt doch aufreinend. Ich habe nur einen Strich falsch gesetzt. Einen falschen Strich. Und er ist gelb. Schrecklich. Hier ist es ein bisschen zu blau. Ich kann die weißen Punkte noch kleiner machen, aber nicht größer. Mir gehen so viele Gedanken durch den Kopf. Ich hatte einen Moment Pause, als der Postbote gekommen ist. Und danach habe ich mich gefühlt wie auf dem Jakobsweg. Man landet in einem staubigen spanischen Dorf, geht irgendwo ein Bier trinken und sucht sich dann eine Unterkunft. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in so einer Herberge sitzt, bis ans Ende ihrer Tage. Kees aus Rotterdam befreundet mit den Stars und leidenschaftlicher Liebhaber. Dieser begehrte Maler ist gesegnet mit Geschäftssinn. Er gibt legendäre, extravagante Partys im Atelier und rührt selbst doch keinen Tropfen an. Er verliert nie die Kontrolle und doch ist nicht alles Gold, was glänzt. In der Literatur über Van Dongen findet man den Hinweis, dass er im November 1941 eine Kunstreise nach Deutschland gemacht hat, mitten im Krieg. Ich war neugierig und als ich dem nachgegangen bin, habe ich dieses Foto gefunden. Da steht Van Dongen zwischen Nazis auf einem Bahnsteig. Zwischen Nazis. Ich habe das Team einberufen und die Historikerin Franzi Covenhoven eingeladen, um das zu besprechen. Es ist der 30. Oktober 1941. Kees Van Dongen steht mit französischen Künstlern auf einem Bahnsteig.
Daneben sieht man Offiziere der SS. Sie warten im kühlen Herbstwind auf den Nachtzug nach Berlin. Arno Breker hat sie zu einer Kunstreise nach Deutschland eingeladen. Der deutsche Künstler ist Hitlers bevorzugter Bildhauer im Dritten Reich. Sie haben die Reise auf Einladung des Bildhauers Arno Breker gemacht. Der war Hitlers Star-Bildhauer. Die Künstler haben bei diesem Anlass verschiedene Ateliers, Museen und Denkmäler in Deutschland besucht. Was denkt ihr, wenn ihr das Foto seht? Ich finde es schockierend. Ich hätte das Foto lieber nicht gesehen. Das fühlt sich nicht gut an. Das überrascht mich nicht. Dieser Teil der Geschichte war uns bisher nicht bekannt. Wir fangen mit der Rekonstruktion von Van Dongen an und dann taucht dieses Foto auf. Er ist kein politischer Künstler, aber er begibt sich auf das Feld der Politik und steht auf der falschen Seite. Aber man kann ihm nicht in den Kopf sehen. Wir wissen nicht, warum er die Reise gemacht hat. Wir wissen nicht, was man ihm versprochen hat und welche Absichten er hatte. Wir sehen das 70 Jahre später an und wissen, was 1942-43 passiert ist. Aber er wusste das nicht. Er konnte nicht in die Zukunft blicken. Er kommt doch aus Rotterdam. Ein Jahr zuvor, am 14. Mai 1940, wurde Rotterdam von diesen Menschen bombardiert. Das reicht doch. Auf der Suche nach Gründen für die Reise von Van Dongen mache ich eine interessante Entdeckung. Paul Landowski, Bildhauer und Direktor der Académie des Beaux-Arts in Paris, nimmt auch an der Reise teil. Er führt Tagebuch und beschreibt seine Gefühle, als er die Einladung von Arnold Breker erhält. Er ist verwirrt. Unsere Freunde und wir verspüren nur Ekel angesichts dieser Menschen, ihrer Theorien, Gewalttaten und Verbrechen. Wenn es wirklich möglich ist, dass durch diese Reise zahlreiche Gefangene befreit werden können, wie Emerson betont, dann gibt es keinen Grund, sich deshalb schlecht zu fühlen. Damit ergibt sich ein ganz anderer Kontext. Wir müssen das sehr sorgfältig betrachten. Ich muss noch mal ins Archiv, wo die Briefe von Van Dongen aufbewahrt werden. Ich wüsste gern, ob er sich nach dem Krieg dazu geäußert hat. Bei dem, was wir gerade tun, haben wir die Pflicht, uns intensiver damit zu beschäftigen. Wir können es nicht dabei belassen. So ein Foto zu sehen ist heftig. Es macht mich traurig, während das Gemälde so fröhlich ist. Als er dieses Bild gemalt hat, ahnte niemand was von alledem. Die zwei Kriege lagen noch in der Zukunft. Man erfährt eine Sache und die verändert den ganzen Blick auf die Dinge. Dass alles kann verschuiven. Ich habe zu Hause ein Buch, das Van Dongen über Rembrandt geschrieben hat. Er war ein großer Rembrandt-Fan. Wenn ich mich recht erinnere, beschreibt er da das Leben von Rembrandt und das Amsterdam des 17. Jahrhunderts. Wenn man das liest, hat man überhaupt nicht das Gefühl, er wäre ein Nazi gewesen. Auf der Suche nach Antworten besuche ich nochmal Rudolf Engers. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Ich habe dieses Foto gefunden und wüsste gerne, ob Sie das kennen. Kennt ihr diese Foto? Ja, das kenne ich. Das ist die Reise nach Berlin. Was halten Sie davon, dass Van Dongen hier zwischen SS-Leuten steht? In meinem Buch über Van Dongen wollte ich dieses Foto nicht haben. Ich finde es grauenhaft. Aber das ist doch interessant, denn dieses Foto wird quasi aus der Geschichte gestrichen. Sie wollen ja auch so damit umgehen. Wir zeigen es nicht und dann ist es auch nicht passiert. Van Dongen wurde nach dem Krieg doch auch vor Gericht gestellt. Er hatte dann eine bestimmte Zeit Ausstellungsverbot. Was könnte ihn zu dieser Reise motiviert haben? Warum war er dabei?
1940 kam sein Sohn zur Welt. Er hat sich sehr um ihn gekümmert. Das könnte eine Rolle gespielt haben. Vielleicht hatte er Angst. Das Foto bleibt unangenehm. Sehr unangenehm. Was für ein Zufall, dass gerade jetzt die Sonne hereinscheint. Sie bringt mich Van Dongen zwar nicht direkt näher, aber ich finde es immer schön, wenn die Sonne hereinfällt und auf etwas scheint. Das ist immer etwas Besonderes und wirkt selbst wie ein Gemälde. Das passt gut zu den Farben. Das Bild wurde in der Sonne gemalt und jetzt sind ein paar Sonnenstrahlen in der Farbe gefangen. Gibt es im Archiv etwas von Van Dongen selbst, das erklären könnte, warum er die Reise gemacht hat? Nein. Ich habe nur gefunden, dass Jasmi, seine Freundin aus den 20er Jahren, wieder Kontakt zu ihm aufgenommen hat. Sie war Jüdin, Lea Jakob. Sie nahm nach dieser Reise wieder Kontakt mit ihm auf, 1942. Van Dongen brachte sie dann in Garches, einem Vorort von Paris, unter. Er hatte da eine Wohnung und hat sie dort in Sicherheit gebracht. Er half seiner jüdischen Freundin unterzutauchen. Das ergibt ein widersprüchliches Bild. Er macht so etwas und macht andererseits eine Propagandareise. Er hat selbst gesagt, dass er die Reise nicht ablehnen konnte, weil man ihn unter Druck gesetzt hat. Ich weiß, dass er sich dabei nicht gut gefühlt hat, weder vor Ort noch danach. Er hat an nichts teilgenommen, wurde nach der Rückkehr dazu interviewt. Doch er schwieg. Er hat sich nicht beteiligt. Van Dongen valt op als degene die zwijgt, die niet meedoet. Glauben Sie, dass er sich geschämt hat? Ich glaube ja. Er ist bestimmt nicht aus Überzeugung mitgefahren. Aber er ist mitgefahren. Ja, das hat er gemacht. Van Dongen hat 1927 ein Buch über Rembrandt geschrieben. Es heißt Holland, Frauen und Kunst. Er war ein großer Fan von Rembrandt. In diesem Buch beschreibt er das Leben von Rembrandt und das Amsterdam des 17. Jahrhunderts. Alle Religionen existieren friedlich nebeneinander. Welche bessere Lehre kann man daraus ziehen, als sich von all seinen Vorurteilen zu befreien? Auf diese Weise erkennt man, dass alle Völker der Erde dieselben Wünsche, Freuden und Sorgen teilen. Sehr schön. Und eine schöne Sprache. Man sieht hier, dass er nach dem Verbindenden zwischen allen Menschen sucht. Das spricht doch für ihn. Das spricht für ihn. Ja, das Foto von Van Dongen auf dem Bahnsteig neben den Nazis stellt ihn in ein schlechtes Licht. Zumindest denkt man das. Doch die Wahrheit ist meist nuancierter. Wir haben Antworten von Van Dongen selbst gesucht, nur es gibt nicht viele. Einen Artikel habe ich gefunden, in dem Van Dongen zu seiner vermeintlich dunklen Vergangenheit befragt wird. Er sagt: Ich habe nach der Befreiung von Paris ein Jahr bekommen. Sie waren sehr kulant mit mir. Einmal habe ich an einer Kunstreise nach Deutschland teilgenommen. Vlaminck und andere waren auch dabei. Im Nachhinein war das nicht vernünftig, aber man muss wissen, wie es damals war. Unter allen Nachbarn in der Rue de Courcelles war ich als einziger in Paris geblieben.
Diese Einladung konnte ich nicht ablehnen. Ich hatte Angst, dass man mir mein Eigentum nimmt, und ich habe mir Sorgen um meine Frau und meinen kleinen Sohn gemacht. Ich denke, das ist die Nuance. Für mich ist wichtig, dass es ihm schwergefallen ist. Das ändert zwar nichts an der Tatsache, aber es ist wichtig zu wissen, dass es ihm etwas ausgemacht hat und dass er es bereut hat. Er hat sein Bedauern bekundet und hatte Angst um die Sicherheit seiner Familie. Auch scheint es, die Deutschen haben seine Eitelkeit ausgenutzt. Es ging ihm wohl darum, Werbung in eigener Sache zu machen. Deshalb hat er sich nach Berlin locken lassen. Er dachte wohl, wenn der Rhin auch mitfährt, dann musst du als einer der wichtigsten französischen Maler auch fahren. Er kam aus einfachen Verhältnissen in Rotterdam und suchte nach Ruhm und Anerkennung. Vielleicht muss man ihn in diesem Lichte sehen. Bei all seinem Streben nach Anerkennung, Reichtum und Ehre war er verblendet und hat einen großen Fehler gemacht. Ja, Van Dongen, echte moderne Künstler. Van Dongen ist ein moderner Künstler, dessen Bilder einen anziehen. Mondrian zufolge hat er als einer der ersten Primärfarben und klare Linien benutzt. Das spricht Bände. Das Bild hat alles, um ein Publikumsliebling zu werden. Es ist schön, sonnig und die Dame macht einen neugierig. Ich werde besonders auf die Farben achten und den lockeren Pinselstrich. Das ist bei einer Rekonstruktion wohl am schwierigsten nachzuahmen. Und die Augen. Ob sie den Blick so getroffen hat wie im Original. Dieses Bild hat mir alles abverlangt. Aber es war spannend. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Der Ausdruck des Gemäldes ist sehr gut getroffen. Es ist ein lebendiges Bild geblieben, sehr farbenfroh und sehr kontrastreich. Und doch auch locker aufgebaut. Erstaunlich, dass man sowas in so kurzer Zeit malen kann. Es ist schön mitzuerleben, wie ein Bild entsteht. Die Frage ist, ob man alle Aspekte und den ganzen Arbeitsprozess nachempfinden kann. Ich finde, das ist sehr gut gelungen. Das Erstaunliche an diesem Porträt ist, dass man meint, sie werde vom Gelb umarmt. Sie sitzt nicht vor, sondern in der Farbe. Auch das ist in der Rekonstruktion sehr schön getroffen. Bei einem Porträt ist der Blick das Entscheidende. Man sieht in die Augen und sucht darin nach dem Geheimnis des Bildes. Bei diesem Bild kann man nicht sagen, ob sie den Betrachter ansieht oder nicht. Das ist hier sehr gut gelungen. Ja, sie sieht einen nicht richtig an. Der Blick ist unglaublich gut getroffen. Das ist ein schwieriges Bild. Und sie hat es großartig gemacht. Ich finde das echt bizarr. Jetzt kommt die große Frage. Was ist die Rekonstruktion und was ist das Original? Kees van Dongen, ein niederländischer Meister der Moderne.